Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, liebe Geschwister. Gestern ist mir eine sehr interessante Frage gestellt worden. Und zwar ging die ungefähr so: Ich bin zum Islam konvertiert und ich mache immer noch so viele große Sünden und so viele Fehler und ich habe so ein schlechtes Gewissen. Wie hast du das geschafft, ein guter Muslim zu werden? Und ehrlich gesagt würde ich mich selber, und das sage ich nicht aus Bescheidenheit, nicht als guten Muslim betrachten, sondern ich würde mich eher als Einäugigen unter den Blinden betrachten. Denn ich mache nicht viel Besonderes. Das Problem ist nur, dass der Islam so schwach praktiziert wird bei vielen Muslimen und so heuchlerisch praktiziert wird, dass man dadurch der Einäugige unter den Blinden ist. Ja? Zum Beispiel die Söhne kommen jede Woche mit einem anderen, mit einer anderen, die praktizieren offen Sinne, haben eine Freundin, alles kein Problem, ey, yo man. Ja? So, und beten, echt, betest du? Boah, krass, Alter, betest du fünfmal am Tag? Boah. Und fastest du, machst du Ramadan? Ja, daran sieht man, ich meine, solche Leute sind kein Maßstab. Solche Leute sind mehr außerhalb der Religion als in der Religion, um ehrlich zu sein. Wer nicht betet, ist eine absolute Katastrophe. Ja, und unter vielen Gelehrten hat er mit dem Islam sowieso nichts mehr zu tun. Das heißt, ich würde mich nicht als besonders guten Muslim sehen, aber ich bin zumindest jemand, der einigermaßen praktiziert, Alhamdulillah. Und wie ist das gekommen? Wie ist das gekommen? Ich habe mir ehrlich gesagt selber die Frage gestellt. Natürlich, alles ist die Rechtleitung von Allah, aber wir fragen auch nach Gründen, die dazu geführt haben. Die erste Sache ist, nachdem ich den Islam angenommen habe und auch vorher schon, ich habe sehr viel gelesen. Und das lege ich jedem ans Herz. Lest sehr viel. Vor allen Dingen die Sunna und den Koran. Ich habe, weil das ist immer wieder eine Ermahnung. Ich empfehle euch zum Beispiel das Buch Riyadus Salihin, Gärten der Rechtschaffenen, zu lesen. Und heutzutage gibt es so viele Bücher. Lest jeden Tag etwas. Heutzutage, wenn ich heutzutage Muslim geworden wäre, wären sicherlich Unterrichte. Schaut euch jeden Tag Unterrichte an. Sie ermahnen euch, sie erinnern euch. Die zweite Sache war die Heirat meiner Frau. Das ist sicherlich etwas, womit wir uns gegenseitig gefestigt und gestärkt haben. Und deswegen sucht nach einem rechtschaffenen Ehepartner oder einer rechtschaffenen Ehepartnerin. Die dritte Sache war, dass ich versucht habe, ein gewisses Umfeld zu schaffen. Das heißt, ich habe einige Leute kennengelernt, die den Islam auch richtig praktiziert haben. Dies ist vielleicht für den einen oder anderen von euch auf den ersten Augenblick oder auf den ersten Blick nicht so einfach. Aber eigentlich ist es heute leichter als je zuvor. Denn das Umfeld ist heutzutage eine ganz besondere Situation. Es ist nicht mehr so wie früher. Die Leute, die bei dir im Dorf wohnen oder die bei dir in der Stadt wohnen oder bei dir im Umkreis wohnen. Sondern heutzutage ist dein Umfeld auch in Social Media. Die Leute, die du zum Beispiel, denen du in Instagram folgst, mit denen du in Instagram oder Facebook oder was auch immer zu tun hast. Such dir ein rechtschaffenes Umfeld. Und du kannst das damit schaffen, die richtigen Leute kennenzulernen. Und trenne dich von den Leuten, die dich runterziehen. Die vierte Sache ist, dass ich wirklich auch Leute kennengelernt habe, das hat eigentlich mit dem Umfeld auch was zu tun, aber ich will das nochmal erwähnen, die wirklich in meinen Augen sehr rechtschaffend waren und sehr strenggläubig, in Anführungsstrichen. Und das war etwas, wo ich dann immer gedacht habe, boah krass, der praktiziert das auch. Ihr könnt das schaffen durch Social Media. Es ist ganz, ganz wichtig. Die fünfte Sache war, dass ich selber Dua gemacht habe. Ich kann mich noch erinnern, im ersten Ramadan, den ich hatte, war ich in der Muhsinin-Moschee in Bonn-Beul. Und da habe ich einige konvertierte Muslime gesehen, auch wie ich, weil sonst wurde ich ja immer gefeiert. Boah, konvertierter Muslim, krass, krass. Sodass man vielleicht auch unterbewusst da im Unterbewusstsein sich schon fast wie was Besonderes vorkommt, ja. Und dann sehe ich auf einmal konvertierte Muslime, die haben so ein Bart. Und für mich war das unvorstellbar. Ich habe gedacht, boah, was müssen die für ein Iman haben? Ich habe das damals so gedacht, so einen unschönen Bart wachsen zu lassen. Ich hätte es mir gar nicht vorstellen können. Weil für mich war klar, immer schön glatt rasiert, immer schön fein aussehen. Boah, das war für mich ein richtiges Opfer. Ehrlich gesagt, zu denken, ein Bart wachsen zu lassen oder vielmehr ein Bart nicht abzurasieren. Das war für mich ein richtig krasses Opfer. Und da habe ich wirklich Dua gemacht. Oh Allah, mache mich zu einem guten Muslim.
Und das ist das, liebe Geschwister, was ich euch mit auf den Weg gebe. Macht Dua. Diese Tipps, ich hoffe, die helfen euch. Jazakumullahu khairan. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk.